Nächste Frage hat der Reitschuster. Heimtückische Fouls gibt es nicht nur im Fußball. Heimtückische Fouls gibt es auch in den sozialen Medien. Und YouTube hat wieder mal so ein heimtückisches Foul verübt. Man hat mich gesperrt wegen des Interviews mit Professor Stöcker. Dann hat man mich freigeschaltet, gesagt, das war ein Fehler. Ich mache ein Interview, wo ich sage, oh, YouTube hat mich wieder freigeschaltet. 4 Stunden später wegen des gleichen Videos wieder gesperrt und nochmal 7 Tage Sperre darauf. Also insgesamt viel mehr als bei einer einfachen. Ich habe keine Chance, Ihnen, liebe Abonnenten, das mitzuteilen. Und für mich ist es kriminell, was YouTube macht. Schlicht und einfach kriminell. Begründe auch, warum ich dieses harte Wort wähle. Früher vor der Werbesperre haben Zuschauer gezielt zur Unterstützung für meinen Kanal gespendet. Das ganze Geld hat YouTube behalten. Ich glaube nicht, dass die Unterstützer damit YouTube bzw. Google unterstützen wollten. Reden kann man viel. Ich mache jetzt etwas Konkretes. Ich boykottiere jetzt meinerseits YouTube. Ich weiß, das ist etwas, womit ich mir von den Abonnenten her ins eigene Fleisch schneide, aber das ist mir egal. Ich mache das bis auf Weiteres jetzt einmal ganz anders. Ich mache hier nur noch Ansager und die eigentlichen Videos dann auf freien Kanälen. Ich überlege mir auch, das haben mir die Anwälte geraten, hier alle alten Videos zu löschen. Wir sind gerade dabei, die auf andere Kanäle umzuexportieren, weil ansonsten YouTube wieder mit seinen kriminellen Methoden irgendetwas finden kann, um dann diesen Kanal letztendlich ganz zu löschen. Ja, es sind finstere Zeiten. Ich hatte ja immer noch, ich bin naiv, gehofft, dass vielleicht der Vorstand der Bundespressekonferenz ein Wort findet, weil Sinn der Bundespressekonferenz ist ja laut Satzung, die Öffentlichkeit herzustellen, und hier werden 332.000 Abonnenten ausgeschlossen von meiner Berichterstattung. Es ist leider nichts passiert, auch wie die Bundesregierung reagiert. Wissen Sie, für mich ist es logisch, weil ich glaube, die Bundesregierung steckt auch dahinter. Habe ich auch jetzt schon mal gefragt. Die Angela Merkel hat ja, sie glaubte, die Mikrofone seien aus. Herrn Zuckerberg von Facebook. Da komme ich sogar ins Husten, wenn ich von Angela Merkel und Facebook spreche, dass er sogenannte Hassrede entfernen soll. Und Hassrede, das ist kein Begriff aus dem Strafgesetzbuch. Selbst Hass ist eine zulässige Emotion. Es gibt ganz klare Bestimmungen im Strafgesetzbuch, was verboten ist und was nicht verboten ist. Und für die Zensur führt man dann solche schwammigen Begriffe ein. Ja, es ist wirklich zum Fremdschämen. Auch die Aktion Alles auf den Tisch wurde gelöscht. Hier 2 Videos auf YouTube. Der Joachim Steinhöfer sagt, das sei ein bisher nicht bekanntes Ausmaß an Zensur. Man überrascht die Menschen jeden Moment, jede Woche, jede 2 Wochen neu. Es ist alles nicht mehr feierlich und die Menschen machen es mit. Sie machen es wieder mit. Man schaut weg. Man sagt, naja, ist doch nur so. Wir haben nichts aus der Geschichte gelernt. Aber das ist jetzt schon zu viel fast für YouTube. Schauen Sie sich die gesamte Bundespressekonferenz von heute an. Die haben wieder meine Unterstützer hochgeladen. Das ist auf YouTube, aber ich kann die nicht von dort wegnehmen. Und noch etwas. Wir haben jetzt sehr viele Leute geschrieben. Zum einen Briefe, die sagten, geh doch ganz weg von YouTube. Aber dann sehr, sehr viele, gerade ältere, nicht technikaffine, die sagten, wenn sie da weg sind, wir haben mit Mühe und Not YouTube installiert. Wir tun uns schwer, wir wollen jetzt nicht noch neu Rumble installieren. Wir tun uns schwer, hier noch Odyssee zu installieren. Soll ich die alle jetzt mit einem Strich wegschmeißen, mich dadurch beugen, YouTube und die nicht technikaffinen ausschließen? Mein Kompromiss, und ich glaube, der ist ganz gut, hier die Ankündigung, direkt darunter dann der Link. Da muss niemand Rumble abonnieren, wenn das nicht kann. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn Sie es machen, und auch bei Odyssee sehr wünschenswert, wenn es geht, dann kann man einfach mit einem Klick rübergehen, und ich glaube, das schaffen auch die Nicht-Technikaffinen. Ich möchte auch noch ein Video machen, oder mein Team möchte das machen, um den Nicht-Technikaffinen zu erklären, wie man mich auf anderen Kanälen abonnieren kann. Und nochmal mein Appell, ich habe ja wirklich schon alles versucht, ich habe auch nach einem Investor gesucht, wirklich die kritischen Medien, die müssten sich jetzt vereinigen. Man müsste sich zumindest eine gemeinsame Plattform raussuchen. Das kann Rumble sein, das kann Odyssey sein, es kann auch etwas anderes sein. Aber wenn jeder sein eigenes Ding macht, dann ist das schwierig und dann lacht sich YouTube ins Fäustchen. Das sollten wir vermeiden.
Schauen Sie mein Pressekonferenzvideo an, war wieder unglaublich, wie da Fragen ausgewichen wird und wie es keine Antworten gibt. Es ist wirklich sehr spannend diesmal und die Antworten der Bundesregierung sind, auch wenn sie teilweise gar keine Antworten sind, gerade deshalb sehr vielsagend. Also reinschauen, unten ist der Link, wo Sie das in freien Medien finden und nicht bei einem Netzwerk wie diesem hier, das wirklich Machenschaften betreibt, die man ansonsten nur auf gewissen Mittelmeerinseln kennt oder anders ausgedrückt bei Freunden der sizilianischen Oper. Alles Gute, danke, ciao. Schaut wieder rein, bleiben Sie dran und wie gesagt, jetzt hier in Zukunft Aufsager. Vielleicht überlege ich noch was, vielleicht können wir auch danach noch ein bisschen laufen lassen, dass wir noch ein bisschen den Chat haben. Aber auf diesem Zensurforum hier, da will ich jetzt im Moment wirklich nicht meine Inhalte. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.